München im Februar 2017. Seit mehr als 10 Jahren arbeitet die Stadtverwaltung mit einem Computersystem auf Basis von freier, offener Software ohne Microsoft. Nun plötzlich will die Mehrheit im Stadtrat zurückkehren in die Arme des Monopolisten. Der Beschluss ist hoch umstritten. Was steckt dahinter? Ja, ja, damit ist auch dieser Satz mit großer Mehrheit beschlossen. Herr Oberbürgermeister, nach 13 Jahren Arbeit mit einem Open-Source-basierten Betriebssystem wollen Sie jetzt zurück in die Arme des Monopolisten Microsoft. Warum planen Sie diesen Schritt? Also die Stadt plant keinen Rückkehr zu irgendwelchen Betriebssystemen. Was ich angestoßen habe und was wir heute beschlossen haben, ist, dass wir unsere IT etwas schlagkräftiger, zukunftsorientierter, betriebssicherer, kurz für den Anwender und für die Bürgerinnen und Bürger effektiver gestalten wollen. Und dann haben wir einen Prüfauftrag beschlossen, ein Konzept vorzulegen, wie wir mit einem einheitlichen Basis-Client basierend auf Windows zurechtkommen können. Und wenn dieses Konzept vorliegt, dann werden wir, das werden Sie erleben, eine mindestens genauso lange Diskussion nochmal erleben wie heute. Allerdings dann auf Basis von Kostenschätzungen, von genauen Berechnungen und von Fakten. Und bis dahin, glaube ich, ist es jetzt alle Zeit, sich über dieses Thema, wann, wie, in welcher Intensität, muss man, kann man, will man umsteigen, von Linux auf Microsoft zu befassen. Für mich ist es entscheidend, dass es am Schluss ein Betriebssystem gibt, mit dem alle unsere Anwendungen möglichst sauber laufen, mit dem alle Endgeräte angesteuert werden können. Und ob es dann Microsoft sein wird oder eine Mischung sein wird, das werden wir sehen. Man könnte auch all die Anwendungen, die nur unter Windows laufen, virtualisieren und so vermeiden, dass sämtliche Rechner neu umgestellt werden müssen auf Microsoft-Software. Warum wurde diese Variante nicht untersucht? Wir haben ein großes, ausführliches Gutachten in Auftrag gegeben einer renommierten Gesellschaft. Und diese Variante wurde nicht präferiert. Ob sie dann nochmal ins Spiel kommt, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich will nochmal als Oberbürgermeister sagen, mein Ziel ist tatsächlich nicht irgendwie ideologisch gegen ein bestimmtes Betriebssystem zu argumentieren, sondern ich will einfach eine gut funktionierende IT haben. Warum wurde das Gutachten an ein Unternehmen vergeben, das aufs Engste mit Microsoft wirtschaftlich verbunden ist? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Wir haben ausgeschrieben und es wurde an ein Unternehmen vergeben, das bekanntermaßen im Bereich der IT einen mindestens europaweiten Ruf hat. Ob und in welchen Unternehmen welche Verknüpfungen im Bereich der IT vorherrschen, war jetzt für uns nicht ausschlaggebend. Und es ist auch nicht tatsächlich, wenn man sich das Gutachten genau anschaut, wirklich dem Gutachten zu entnehmen, dass es hier eine unmittelbare Verknüpfung zu Microsoft gäbe. Im Gegenteil, das Gutachten ist ja quasi eher sogar weniger gewesen, als der Stadtrat heute hier beschlossen hat, was die Hinwendung zu Microsoft betrifft. Aber das Gutachten empfiehlt immerhin die Ausrollung des Windows-Clients auf allen Arbeitsplätzen. Und außerdem wurde die Variante, ganz ohne Windows auszukommen, gar nicht untersucht. Naja, die Variante, die gibt es, wie gesagt, derzeit im Betrieb ja schon nicht. Wir haben ja mindestens ein Viertel PC-Systeme, die mit Windows laufen. Und die laufen nicht deswegen mit Windows, weil die Anwender sich verzweifelt an dieses Betriebssystem geklammert haben, sondern weil die darauf basierenden Applikationen sonst nicht funktioniert haben und wir nicht alle einfach auf Linux umgestellt bekommen haben. Wenn wir Ihnen einen Experten aus Ihrer eigenen Verwaltung vorstellen, der Ihnen zeigt, dass man alles auf Basis von Virtualisierung machen und ganz ohne Windows auf den Arbeitsplätzen auskommen kann, würden Sie dem glauben? Ich glaube in der IT nur dem, was ich selber geprüft und getestet habe. Und ich habe heute schon wieder festgestellt, dass es eine große Pluralität dieser Fachlichkeit gibt. Und ich werde mich einfach jetzt mal die nächsten Monate und ich gehe mal davon aus, mehrere Jahre, weil wir haben bis 2020 uns jetzt gegeben, dieses Konzept zu entwerfen, mit dem Thema immer wieder befassen und werden wir versuchen, soweit mir das technisch möglich ist, tatsächlich die bestmögliche Meinung zu bilden. Es gibt den Vorwurf, dass Sie als Wirtschaftsreferent seinerzeit dafür gesorgt haben, dass Microsoft seinen Hauptsitz wieder nach München verlegt und dann jetzt hier ein paar mehr Gewerbesteuern zahlt und im Gegenzug nun geliefert wird, nämlich dass die Stadt zurück zu Microsoft geht. Gibt es diesen Zusammenhang? Nein, den gibt es definitiv nicht.